Okay, also da wir ja keine Pause machen, machen wir sofort weiter. Unser Thema ist Safe in Jira. Dazu haben wir Felix Rüssel eingeladen. Arbeitet bei Kegon, wird sich gleich nochmal vorstellen. Und Kegon und Cybermedia, wir haben zusammen ja, im Prinzip diese Lösung aufgebaut. Kurz zum Vortrag. Felix wird jetzt im Prinzip die erste Viertelstunde überhaupt erstmal nochmal kurz ausholen, nochmal erklären, was ist SAFE, die Methodik im Prinzip erläutern. Und mit diesem Wissen, mit dieser Basis zeige ich dann anschließend unsere Lösung in Jira. Natürlich habe ich nur eine Viertelstunde Zeit dafür, das heißt, ich kann es nur ganz schnell anreißen. Deswegen haben wir ja anschließend übrigens dann auch, gehen wir dann über in die offenen Produkt-Sessions und dort werde ich dann hier drüben in dem Arbeitszimmer auch mit dir, Felix, und Rentouch zusammen sein und dann nochmal gerne tiefer, detaillierter die Lösung präsentieren. Jo, dann fangen wir an. Genau. Also Thema ist Safe in Jira. Ich bin Felix Rüssel von der Kegon, das ist der Jan von der Cybermedia. Ich mache so ein bisschen, ich erkläre SAFE als Prozessframework und du wirst dann die harte Technik dahinter erklären. Du wirst relativ schwer haben mit den 15 Minuten. Ich werde dir das SAFE mal ganz kurz und ganz schnell erklären. Ich war übrigens auch letzten Herbst in Island. Reykjavik kann ich super empfehlen. Dann in eine heiße Quelle reinspringen, während es schneit. Super zu empfehlen. Ich habe da auch, glaube ich, die einzige Firma besucht, die SAFE in Island einsetzt. Das ist eine internationale Firma, stellt irgendwie so Browser-Games her. Die haben mir dann erzählt, wie haben sie es gemacht. Ich war hier und da ein bisschen erstaunt darüber, was sie da eigentlich getan haben und wie die SAFE interpretiert haben. Ist auch nicht ganz einfach, weil man trifft halt als erstes so auf dieses Bild. Und wenn man jetzt an das Arbeiten in einem agilen Team gewöhnt ist, fällt man fast vom Stuhl. Ne? Was ist das? Wer kennt denn dieses Bild? Oh. Genau, ein Raum voller Experten. Sehr viele Elemente hier drauf. Hier unten werden irgendwie Teams erwähnt und an drumherum, dann so ist die Kritik zumindest, sehr viel Bürokratie. Ich sehe etwas anderes, was ich da sehe bei diesem Bild. Das erschließt sich erst, wenn man sich relativ lange damit beschäftigt. So, aber Scaled Agile als, sagen wir mal, der Erfinder von SAFE hat dann auch gesehen, okay, ist vielleicht doch ein bisschen zu ambitioniert, hier alles aufzuführen, was man sich so vorstellen kann, was auch im Konzernkontext dann sinnvoll erscheint. Und die haben letztes Jahr dann ein sogenanntes Essential SAFE rausgebracht. Das sieht dann so aus. Ne? Man sieht, hier unten haben wir dann so die Teamebene, angedeutet sind hier zwei Teams, die entweder nach Scrum oder Kanban arbeiten. Also für zwei Teams würde ich noch kein SAFE machen. Ja? Aber zwei Stück sind dann angedeutet und obendran die sogenannte Programmebene und da gibt es dann halt auch ein paar weitere Themen und das, was hier oben abgebildet worden ist, ist dann hier verschwunden und wird nur noch gesagt, okay, da irgendwie da oben muss es Portfolioentscheidungen geben, man muss sich entscheiden, was will man eigentlich tun und warum gibt es eigentlich überhaupt ein Team oder einen ganzen Agile Release Train. So, was auffällt, sind hier diese zwei Klammern, also mir fallen die auf, viele Personen übersehen die ja. Ja, hinter diesen beiden Klammern ist mir vor allem sind hier diese SAFE Principles wichtig. Da gibt es dann 9 Stück davon, also analog zu den agilen, also zum Prinzipien hinterm agilen Manifest. Fängt dann an mit sowas wie Take an Economic View, also irgendwie das, was wir da vorhaben, müssen wir ja irgendwie auch ökonomisch bewerten. Dann gibt es sowas wie ganzheitliches Denken. Ganz spannend auch so Nummer 5, Base Milestones und Objective Evaluation of Working Systems. Damit ist gemeint, man soll ja auch relativ zügig irgendwie mal was in Produktion bringen und nutzbar machen, weil erst wenn das, also jeder weiß, der zum ersten Mal in die Produktion geht, das knallt halt. Das kann man sich theoretisch überlegen, aber die Praxis ist halt sehr viel eindrucksvoller und hilft dann dabei auch wirklich belastbar und gute Software zu entwickeln. Dann am Schluss wird dann sowas behandelt wie Unlock the Intrinsic Motivation of Knowledge Workers. Sie arbeiten ja nicht am Fließband, wo dann irgendwie einer sich mal überlegt, wie sollen wir es tun und machen mal Best Practices und alle sind glücklich und zufrieden.
Oder auch sowas wie Decentralized Decision Making. Also wenn ich ja keine, also diese, wenn ich die Mandatierung nicht erteile, dass irgendjemand Entscheidungen treffen kann, dann habe ich wirklich hier so eine hierarchische Struktur, dass da oben der CEO für jeden Entwickler entscheiden muss, was soll er denn da tun. Und das kann natürlich gar nicht funktionieren. Von daher sind diese Prinzipien sehr, sehr wichtig. Wenn man die nicht implementiert, dann wird man halt auch mit Safe scheitern. So, ist aber immer noch relativ viel. Und jetzt gucken wir uns die relevanten Teile mal an. Also ich nähere mich dem Safe oder ich baue es so ein bisschen zusammen. Das Erste, was wir haben, sind diese komischen Ebenen. 1, 2, 3, 4, das Ding habe ich ein bisschen dünn gemacht, weil das ist für die meisten Unternehmen nicht so relevant. Was steckt dahinter? Ist das Portfolio? Ist der sogenannte Value Stream? Ist das Programm und ist das Team? So, was ist Programm und Team? Naja, im Prinzip wird so ein Programm aus 4 bis 12 Teams gebildet. Also wie gesagt, bei 2 Teams würde ich noch kein Programm eröffnen, vielleicht temporär, wenn ich sage, ich starte klein und möchte dann wachsen, aber für 2 macht es noch keinen Sinn. 12 ist auch schon ambitioniert, ich sehe eigentlich die Grenze so bei 10. Warum? Weil wir dann halt, gibt es hier noch so eine Klammer drumherum, das ganze Ding nennt sich dann Agile Release Train, weil man dann irgendwie bei 120, 130 Personen bricht dann die Kommunikation auch wieder zusammen. Das nennt sich hier Dunbar Number und dann gibt es halt so Studien, das erinnert dann auch so an das Dorf, also hier hat man so die Familie und das ganze Ding wäre dann das Dorf und im Dorf, da kennt man sich und in der Stadt, da kennt man sich halt nicht mehr. Wir wollen uns aber alle kennen, weil wir dann auch so gemeinsam planen und so weiter und so fort. Ja? Gut, also wir haben solche Ebenen. Wie gesagt, das hier ist eigentlich zu vernachlässigen für die meisten Implementierungen. So, kommen wir zu den wichtigen Rollen. Da hat man ja auf diesem Big Picture hat man sehr viele Icons, wo dann irgendwie dran steht, Spezialist hier, Team so und so. Kann man auch nach vorne ziehen, also Scaled Agile hat das gemacht, auf das Big Picture gelegt, so ein Ansatz wie Less zum Beispiel macht es nicht. Ja, da wird das dann irgendwo, wie gesagt, das wird irgendwie in Teams mit behandelt. Wenn man diese dann weglässt, viele sind auch wirklich optional, kommen wir auf was ganz Erstaunliches. Und zwar haben wir überall diese Dreieck, ich sage immer, da taucht überall die heilige Dreifaltigkeit auf. Und was ist die heilige Dreifaltigkeit? In einem Scrum-like-Prozess oder in einem agilen Prozess jemand, der sich um den Prozess kümmert und um die Organisationsentwicklung. Scrum ist das der Scrum Master. Es gibt jemand, der sich um das Produkt, um die Inhalte, um den Content, um die Demands kümmert. Das ist der Product Owner. Und es gibt dann Leute, die eigentliche Arbeit machen. Also es ist der Karl, der im Loch steht und buddelt, wenn ihr an dieses Bild da denkt. So, diese heilige Dreifaltigkeit habt ihr auf der Teamebene, die habt ihr auch auf der Programmebene. Da müsst ihr so, wenn ihr an Scrum-Begrifflichkeiten denkt, denkt an sowas wie Chief Scrum Master, Chief Product Owner. Na? Da haben wir hier den Chief Scrum Master, das ist der sogenannte Release Train Engineer. Ich habe statt ein Product Owner, habe ich da ein Produktmanagement. Ein Produktmanagement ist übrigens auch so, das können auch die Product Owner gemeinsam bilden. Also es ist gar nicht so hart gesagt, dass es den Herrn Produktmanager da geben muss. Und es gibt so jemanden wie einen System Architect, der halt dafür sorgt, dass halt die technische Lösung in sich stimmig ist. Auch da kann es sein, dass Vertreter aus dem Team so auch einen System Architect stellen. Auf der Portfolioebene ebenfalls heilige Dreifaltigkeit, da gibt es ein paar Abweichungen im Detail, aber wenn man da großzügig ist, ist da das Dreieck wieder. Ich habe ein Programm Portfolio Management, ich habe die Epic Owner, die diese ganz großen Initiativen, da rede ich dann von ein paar Millionen Euro an Umfang, verargumentieren, die Wirtschaftlichkeit erklären können und auch mit den Teams da unten reden, okay, warum, was ist jetzt eigentlich gerade wichtig und so. Und es gibt den Enterprise-Architekten, das schimpfe ich immer, okay, das ist dann jemand, der sehr häufig doch im PowerPoint unterwegs ist, weil er dann so sehr abstrakt und sehr grob granular sagen muss, jetzt gehen wir in die Cloud. Ja? Und das ist halt sehr gut mit dem PowerPoint möglich. Ja, und sowas gibt es ja auch auf dem Value Stream, auf der Value Stream Ebene. So, wie funktioniert das Ganze? Eigentlich auch, wie ganz ähnlich wie Scrum. Hier unten habe ich die Teams und die Sprinten da. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Sprints hingemalt. Das ist irgendwie so eine Standardgruppierung, sage ich mal, dass man so mit 5 Sprints a 2 Wochen plant, zusammenkommt und so weiter. Und im Sprint ganz normaler Ablauf, wie auch im einfachen
Scrum-Team. Da gibt es hier und da noch zusätzliche Themen, weil man natürlich da mit mehreren Teams zusammen irgendwas entwickelt. Also macht man auch Dinge zum gemeinsam. Man bereitet die vielleicht ein bisschen stärker auf. Man hat dann vielleicht ein Sprint, ein Iteration-Demo, der zweigeteilt ist. Da gibt es ja verschiedene Pattern. Aber grundsätzlich hat man hier die gleichen Abläufe, die gleichen Events wie in einem normalen Scrum-Team. So, sowas wie ein Sprint haben wir hier auf der Programmebene auch und das nennt sich dann interessanterweise Program Increment. Was machen wir da? Ja, wir planen, wir arbeiten, wir zeigen, was wir erreicht haben und wir überlegen, wie wir besser werden. Und dieses, wir zeigen, also wir arbeiten, sind ja letztendlich hier unten diese Sprints. Ne? Das ist hier dieser Teil. Wenn man jetzt ein bisschen genauer hinguckt, dann weiß man, dass hier auch diese Teile irgendwie in einem Sprint, und zwar in den letzten Sprint, verortet werden. Deswegen heißt der ein bisschen anders, deswegen verplant man den auch nicht, um Funktionalität zu liefern. Aber die Mechanismen sind die gleichen. Ja? Genau. Diese Planungssession hier heißt PI-Planning. Da werden wir ja gleich dann ein Werkzeug sehen, was wir dann auch nutzen können in PI-Planning, um Abhängigkeiten zu visualisieren. Und hier hinten Demo und Retrospektive auf der Programmebene sind zusammengefasst. Das nennt sich dann Inspect und Adapt. Also macht man erstmal eine große Demo. Was haben wir denn die letzten 5 Sprints gemeinsam erreicht? Und dann, was sind denn die großen teamübergreifenden Themen, die wir jetzt hier in der großen Gruppe dann diskutieren müssen? Diese Planungssitzung und diesen Inspect und Adapt Workshop, all hands on deck. Das heißt, alle Teams sind beteiligt. Und gerade hier in der Planungssitzung am Anfang gibt es die großen Aha-Momente für die Manager. Also was wir jetzt hier mit dem Tempo irgendwie auf Zahlenmaterial machen wollten, na, wir haben dann über Planung, haben wir jetzt hier dadurch, dass wir um 17.30 Uhr die Managementrunde beginnen und die dauert dann halt bis um Mitternacht, bis sie einsehen, dass sie zwar eine Wunschliste haben, aber nicht alle Wünsche können realisiert werden. So, haben wir auch hier auf der Ebene wieder sowas, braucht man wie gesagt nur in Ausnahmefällen. Die Portfolio-Ebene sieht ein bisschen anders aus. Da betrachten wir nämlich sogenannte Value Streams und die Value Streams, die werden bedient in Form von diesen Agile Release Trains. Also Value Stream ist so, mit was verdiene ich eigentlich mein Geld? Eine andere Sichtweise darauf ist, was ist eigentlich mein Produkt? Nur das ist, also eine Sichtweise auf ein Produkt ist ein bisschen kurz gegriffen und beantwortet nicht alle Fragen. Das Konstrukt eines Value Streams ist da ein bisschen generischer und man kann das anders bearbeiten. So, also ich habe ja, was sind eigentlich meine Themen, mit denen ich Geld verdiene und was sind die Schritte und welche Lieferorganisationen sind da beteiligt, um im Prinzip von der Idee bis zum Markt Dinge zu tun. Und dann so Themen wie, wie viel Geld habe ich eigentlich? Also wie viele Teams kann ich finanzieren und wer kriegt wie viel Budget? Ne? Solche Themen werden hier oben diskutiert. Eigentlich auch relativ einfach. Irgendwo muss das ja gemacht werden, weil die Teams fallen ja nicht vom Himmel, die muss man ja bezahlen. So, auf der Teamebene gucken wir uns mal die Themen an, mit denen wir arbeiten. Da haben wir die altbekannte User Story. Wir haben auch sowas, was sich hier Team-Backlog nimmt. Also auf der Teamebene hat dann jedes Team ein Team-Backlog, wo man auch lokal Themen einsteuern kann. Auf der Programmebene haben wir ein Program-Backlog. Das könnte man jetzt im Scrum eher als das echte Product-Backlog bezeichnen. Also wenn ich jetzt ein Produkt habe, wo 5 Teams dran arbeiten, habe ich ein echtes Produkt-Backlog und davon abgeleitet habe ich dann Team-Backlogs. Ob das jetzt, da kann man sagen, der Team-Backlog ist eine Art von Sicht auf das Produkt-Backlog, das kann man dann sich auch wieder im Kontext überlegen. Da sprechen wir davon, dass wir hier Features in dem Programm-Backlog drin haben. Ja, ein Feature hat einen ganz klaren Benefit für die Nutzer und hat halt eine ganz bestimmte Form und es gibt dann hier halt Planung. In der Planungssitzung guckt man sich die Features an, in der Planungssitzung legt man sich die ersten groben Stories, das sind keine Ready-Stories, wäre ja wahnsinnig, wenn wir 5 Sprints mit Ready-Stories irgendwie zukleistern wollen. Da redet man halt hauptsächlich über Features und erste grobe Stories. Ne? So, dann gibt es auch wieder irgendwas. Und oben auf der Portfolio-Ebene gibt es dann das berühmt-berüchtigte Epic. Wie gesagt, da reden wir vom Umfang her über mehrere Millionen Euro Invest typischerweise. Und das Ding hier steckt in einem Portfolio-Backlog, was ich jetzt nicht hingezeichnet habe, ist, dann gibt es halt irgendwelche Kanban-Systeme mit, ja, wir müssen mal ganz grob überlegen, was soll das eigentlich sein? Ich habe die weltbeste Idee. Ja, und dann mit der Behauptung, ich habe die weltbeste Idee, kriege ich ja noch keine 10 Millionen, sondern muss da schon noch mal ein bisschen mehr Material zur Verfügung stellen.
So, und dann geht es hier runter in die Teams, damit die anfangen zu entwickeln. Epics werden auf bestimmte Art und Weise beschrieben. Das ist ganz spannend. Es gibt ein sogenanntes Epic Value Statement. Total super, um große Vorhaben zügig und einfach an einem Flipchart zu beschreiben. Ich sage immer, ist der erste Schritt, um im Prinzip dann in die Detaildiskussionen einzustarten. So, wir sehen hier diese Themen, die ich genannt habe, das sind alles lustige blaue Elemente. Also da wird Fachlichkeit transportiert, mit der Fachlichkeit verdiene ich üblicherweise Geld. Und dann gibt es jetzt auch noch eine wichtige Sache im Safe. Da werden bestimmte technische Investitionen oder Investitionen, um Informationen zu generieren, werden rot dargestellt und das sind die sogenannten Enabler. Also die enablen Fachlichkeit oder die erzeugen zusätzliche Informationen. Genau. Natürlich gibt es da noch beliebig weitere Issue Types. Der Jan, dann was noch was dazu sagen. Aber im Prinzip ist das da schon. Also sind die wichtigsten Elemente vom Scaled Agile Framework. Man sieht, sehr viele Muster wiederholen sich auf den verschiedenen Ebenen. Hier oben habe ich halt Entscheidungen hinsichtlich, ja, wie viel Geld habe ich und für was gebe ich mein Geld letztendlich aus. Was im normalen Scrum hier der Product Owner irgendwie machen muss, da lässt sich ja Scrum nicht drüber aus. So, von daher, die wichtigsten Elemente sind hier drauf, aber wer es ernst nimmt, kann ja hier mal auf die Suche gehen und schauen, wo sind denn die Anknüpfungspunkte. Und jetzt für die Tool-Fanatiker habe ich ja die erste Herausforderung für die Jira-Menschen. Hier oben steht Epic und hier unten steht Story. Und da gibt es ja schon ein Gap, weil ja an einer Stelle ist Jira sehr stark hart verdrahtet. So. Ja, danke Felix. Gerne. Finde ich schon mal sehr schön, die Zusammenfassung. So, wir stöpseln mal schnell um. Was brauchst du? Ich nehme mal HDMI. So. Nee, brauche ich nicht. Ich werde heute keine einzige PowerPoint zeigen. So. Kommen wir jetzt zu der im Prinzip Adaption dessen, was Felix gerade methodisch aufgezeigt hat, unsere Safe in Jira-Lösung. Wir befinden uns gerade schon auf einem Dashboard. Ich kann das gerne mal ein bisschen für die hinteren Reihen größer machen. Und unsere Lösung bildet alle Ebenen, die Felix eben aufgezeigt hat, ab, bis auf die Value-Stream-Ebene. Die bilden wir noch nicht ab, das werden wir aber bald. Des Weiteren bilden wir nicht nur die Ebenen ab, sondern wir bilden hier auch ein ganz spezielles Reporting an, welches nicht im Marketplace übrigens erhältlich ist, sondern einzig und allein in der Lösung sozusagen verfügbar gemacht wird. Also absolut exklusiv sozusagen. Dieses Reporting besteht aus derzeit noch 6 Gadgets, es werden aber noch 1, 2 hinzukommen. Wie gesagt, ich kann das alles nur schnell anreißen. Dieses Reporting ist tatsächlich im Standard nicht möglich aufzubauen. Und falls der ein oder andere zum Beispiel Arsenal Data Plane kennt, welches auch ein sehr mächtiges Jira-Plugin ist für Reports, auch die können das nicht abbilden. Wir waren sogar schon in Kontakt und die können es sogar nicht. Von daher musste da eine Eigenentwicklung her. Die Details, was die einzelnen Gadgets machen, verlagere ich in das Arbeitszimmer gleich in der offenen Produktsession. Hier oben haben wir einen eigenen Menüpunkt für unsere Lösung und da sehen wir auch die 3 Level, Portfolio, Program und Team Level. Und wenn wir mal kurz auf das Portfolio-Level gehen, dann sehen wir, da ist lediglich ein Kanban-Board nötig. Auf diesem Level gibt es nur 2 bzw. 3 Vorgangstypen. Einerseits die Epics und die Enablers. Und wir haben jetzt hier nur 2. Genau, das war jetzt, ist egal. Hier sind nur 2 Vorgangstypen, die eben vorgestellt wurden.
Und diese Epics wiederum, wie man hier sieht, sind, also hier oben sehen wir die verschiedenen Spalten, das sind tatsächlich auch die identischen Statuts dazu, die vorgegeben werden von SAFE oder durch das SAFE-Framework, die vorgeschlagen. Ja, vorgeschlagen, sagen wir es mal. Sagen wir es mal so, entsprechen wir das mal, die eben im Prinzip die Vorgänge durchlaufen müssen. Des Weiteren sehen wir auch in den Karten noch eine Zahl. Diese Zahl ist der sogenannte WSJF-Wert, Weightest Shortest Job First. Das ist ein Wert, den man berechnet, um im Prinzip eine Priorisierung zu berechnen. Du kannst mir gerne ins Wort fallen, wenn ich jetzt gerade Quatsch erzähle. Aber es ist ein Wert, der verschiedene Aspekte betrachtet, wie zum Beispiel ein Cost of Delay oder was kann man noch nennen? Also Cost of Delay wird angenähert durch Business Value, Time Value, also so im Prinzip, wenn ich jetzt nächsten Monat irgendwas umgestellt haben muss oder nächsten Monat ist die Messe, dann habe ich jetzt einen hohen Time Value. Wenn ich die verpasst habe, dann habe ich einen relativ geringen Time Value, weil dann habe ich wieder ein Jahr Zeit. Ne? Also da gibt es dann Business Value, Time Value, Job Opportunity, Size. Enablement und Risk Reduction. Also wenn verschiedene Elemente und dann geteilt durch Job Size und das ist dann die Weightest Shortest Job First. Genau, also dieser Wert, den sieht man jetzt hier und unsere Lösung berechnet diesen Wert auch vollautomatisch. Natürlich muss man die einzelnen Werte hinterlegen, die gerade der Felix aufgelistet hat. Dieser Wert wird dann auch direkt hier ganz prägnant dargestellt. Auf der nächsten Ebene, auf dem Program-Level, sehen wir dann wiederum andere Vorgangstypen, die auch eben erklärt wurden. Da haben wir zum Beispiel die Features. Das sind jetzt hier in dem Fall diese grauen und hier diese gelben, das sind dann die Enablers. Und die können, müssen aber nicht, eine direkte Verbindung haben zum Portfolio-Level. Und ja, diese Hierarchie, also die behalten wir hier auch bei. Also wir haben im Prinzip oben unsere, sagen wir mal, lassen wir die ganzen Enablers raus, wir haben unsere Epics, als nächste Ebene kommen die Features und als nächste Ebene kommen dann so gesehen auf Teamebene die User Stories. Ja? Und die sind halt alle miteinander verknüpft. Auch diese Verknüpfung, wir haben uns natürlich darum gekümmert, dass es im Prinzip technisch gesehen nur eine Verknüpfung geben kann. Also es gibt zum Beispiel nicht jetzt dieses, kennt ihr bestimmt, Duplicates oder Clones oder was auch immer. Wir haben sichergestellt, dass es nur eine Verknüpfungsart gibt sozusagen Portfolio auf Program und genauso auch von Program auf Teamebene. Was wir hier sehen ist, dass wir etwas weniger Status haben. Und ganz wichtig ist, hier sehen wir keinen WSJF-Wert mehr, sondern hier sehen wir jetzt die einzelnen, welchen Program-Increment sind jetzt diese Vorgänge zugeordnet. Und dann sieht man, dass die Swimlanes, das haben wir nochmal so extra aufgebaut, einzelne Program-Increments sind, damit die schon mal aufgeteilt sind. Und dann sieht man auch noch im Prinzip, in welchem Status befindet sich denn ein Feature. So, das ist eigentlich alles relativ Jira Basic. Wir haben hier die Program Roadmap, die wiederum ein Kanban Board darstellt. Und hier haben wir die Möglichkeit, wie man jetzt zum Beispiel jetzt hier sieht, hier haben wir einen Enabler, dieser Enabler wurde erstellt, aber der ist noch überhaupt nicht einem PI, einem Program Increment, zugewiesen. Deswegen ist er noch auf Unscheduled in der ersten Spalte. Und ich könnte jetzt hier hingehen und diesen GeForce Protection könnte ich jetzt hier in einen Program Increment ganz grob einplanen. Darum geht es, hier die Roadmap an sich aufzubauen. Ja? Ist eigentlich kinderleicht, aber also technisch gesehen, aber natürlich müssen da bestimmte Leute zusammenkommen und darüber sprechen.
Das Schöne ist hier auch, falls das der eine oder andere schon erkannt hat, also das ist jetzt ein Plugin, welches wir nutzen, das ist Comala Canvas. Und das Schöne an diesem Comala Canvas ist auch, dass wir nicht nur diese Ansicht generieren können, sondern auch viele andere, indem wir dann zum Beispiel hier oben sagen, zeig mir einen anderen Wert an in dieser Achse oder in der anderen. Und somit kann ich hier diese Ansicht sehr, sehr schnell umbauen, je nachdem, wie ich es gerade benötige. Sehr interessant wird jetzt Folgendes. Wir kommen jetzt zum PI-Planning, wo wir eine Gesamtübersicht sehen. Dauert kurz, bis es geladen ist. Also gestern ging es noch. Ja, ich hätte nicht nochmal neu laden sollen. Klar. So, diese Ansicht hier ist, sage ich mal, so ein bisschen das Herzstück des Ganzen. Wir haben einerseits hier links die Teams. Wir haben jetzt, das ist jetzt nur eine Testinstanz, ne? Also denkt ihr euch wahrscheinlich eh schon. In dieser Testinstanz haben wir jetzt 4 Teams. Ja, kann auch deutlich mehr sein als 4 Teams. Und in dieser Achse sehen wir die verschiedenen Iterationen. Also bei Safe spricht man von Iterationen. Wir können das auch gerne als Sprints bezeichnen. Das ist das Gleiche. Und ich weiß, es ein bisschen klein ist. Ich kann es mal versuchen. Ich hoffe, dass das Ganze responsive ist. Ja, so halbwegs. Man sieht unter den Iterationen, wie lang eine Iteration ist. Also zum Beispiel hier vom 2. Januar bis zum 13. Januar. Und dann sehen wir wunderbar in dieser Spalte, ich gehe nochmal ein bisschen runter, welches Team, ich muss mal wieder rauszoomen, sorry, das ist ein bisschen sehr klein jetzt, welches Team welche Vorgänge bearbeitet oder bearbeiten wird, je nachdem. Wir haben ganz viele Informationen an der linken Seite, wie zum Beispiel, wie viele Vorgänge sind in welchem Status, to do, doing, done. Oben sehen wir wiederum, da geht es um die Story Points, wie viele Story Points sind sozusagen grün, also abgeschlossen, wie viele Story Points befinden sich gerade im Progress. Ja, das heißt, da sehen wir auch schon direkt nochmal eine andere Progress sozusagen auf Story Point Ebene. Und was man hier machen kann ist, das muss ich aber ganz kurz mal aktivieren. Das sind die Abhängigkeiten und das ist halt das Wichtige. Haben wir gar keine drin zurzeit oder was? Ah ne, ich muss hier drauf drücken. Ja, ja. Typischer Fehler von mir. Hier sehen wir jetzt, die haben wir schon gesetzt, diese Abhängigkeiten. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, dass Prince 16 eine Abhängigkeit hat zu diesem Q13-Vorgang. Und die Abhängigkeiten, die wir jetzt alle sehen, sind hier alle grün. Das heißt, grün ist in Ordnung, aus zeitlicher Sicht gesehen. Das heißt, dieser Vorgang, wenn der abgeschlossen ist, ja, dann, also der hat eine Abhängigkeit schon zu dem, aber dadurch, dass, wie soll ich das am besten erklären, die Abhängigkeit besteht zu diesem. Und man kann, wie man sieht, die Abhängigkeit vorne, zum Beispiel hier, rein verlinken oder nach hinten rein verlinken. Und in dem Fall wäre es völlig egal, wo ich das rein verlinke. Dadurch, dass dieser Vorgang zeitlich gesehen vor diesem stattfindet, ist die Verlinkung grün. Das heißt, wir müssten jetzt hier nicht im Prinzip das Ganze umbauen oder umplanen und sagen, okay, wir müssen das nach vorne schieben. Anders bei den Verlinkungen, die rot wären, die wir jetzt hier gerade nicht haben. Also wenn wir hier irgendwo eine rote Verlinkung haben, dann sehen wir, hier müssen wir drüber reden. Denn es muss zum Beispiel ein Vorgang fertiggestellt werden, bevor ein anderer Vorgang fertiggestellt wird. Aber in der Planung ist er genau andersrum. Also in der Planung wird er erst nach diesem Vorgang fertiggestellt und somit werden dann solche Verlinkungen rot dargestellt. Ja, das heißt, hier sieht man das wunderbar. Und nicht nur, dass man sieht, man kann dann ja auch hier hingehen, ich mache mal ganz kurz, man kann
die Karten auch größer machen. Dann sieht man zum Beispiel auch den, die Zusammenfassung. Jetzt kann man hier über eine Karte gehen und dann kann man einfach so eine Verlinkung hier ziehen. Ja. So, machen wir das mal. So. Also so einfach geht das dann. Das ist das, was man im Prinzip kennt, wenn ihr mal googelt und eingebt, PI Planning, Safe, und dann geht man auf die Bilder, dann werdet ihr sehen, dass es sehr, sehr große analoge Boards gibt, wo ganz, ganz viele Vorgänge drauf sind oder zumindest irgendwelche Post-its. Und da werden die Abhängigkeiten dann immer zum Beispiel mit einem roten Band dann drauf gepinnt. Und das Problem ist halt, diese Boards sind, das sind, ja, 4, 5, 6, wie viel auch immer, Boards nebeneinander. Das sind riesige, also ihr müsst euch die Bilder anschauen, das ist wirklich crazy. Das sind riesige Boards mit sehr, sehr viel Information, aber alles analog. Also es ist nichts digitalisiert, das muss alles digitalisiert werden dann eigentlich. Und das ist halt auch ein Riesenaufwand. Und mit dieser Lösung kann man das dann im Prinzip auch schon direkt digital machen. Und da noch einen ganz kurzen Teaser direkt auf Rentouch. Genau das hier, angenommen, ihr habt jetzt Teams, die auf der ganzen Welt zerstreut sind und die müssen jetzt so ein Planning zusammen machen, dann gibt es hier auch bereits einen, hier oben ist dieser Button, ne? einen Sync-Modus. Das heißt, alle hätten jetzt diese Ansicht hier und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vorgang ziehe, von da nach da, dann würden die anderen das jetzt sehen. Aber was sie nicht sehen, ist sozusagen meine Bewegung, die ich gerade gemacht habe. Oder, also sie sehen sozusagen meinen Cursor nicht. Ja? Also es ist nicht ganz real-time. Und das werdet ihr dann gleich sehen. Wir haben nämlich drüben zwei Rentouches aufgebaut. Da ist es tatsächlich in real-time. Ich sehe wirklich ganz genau, was macht der andere gerade. Ja? Das finde ich eine sehr schöne Geschichte, falls man verteilte Teams hat. Genau. Als nächstes, gut, die Riskmatrix, die müssen wir jetzt nicht unbedingt zeigen. Auf der Teamebene haben wir auch wieder ganz normale Scrum-Boards, wo wir die verschiedenen Sprints haben und unser Backlog, wo dann die Vorgänge in die Sprints eingeplant werden. Also das ist alles im Prinzip Standard. Ganz interessant ist noch Folgendes. Hier haben wir eine hierarchische Ansicht des Ganzen, wo wir dann tatsächlich, also jede Ebene, die man jetzt hier, die eingerückt wird, ist auch wirklich eine Safe-Ebene, also ganz oben Portfolio, wo gerade mein Cursor ist. Da haben wir dann, der heißt jetzt Internet-Balance. Danach kommt die Program-Ebene mit einem Feature. Und darunter wiederum eingereiht dann die ganzen Stories. Wobei wir hier auch andere Vorgangstypen haben können, wie Bugs, Tasks, was auch immer, Subtasks, ja, das spielt keine Rolle. Die Teams können so arbeiten, wie sie möchten. Da kann man auch, da gibt es jetzt keine konkrete Vorgabe von Safe, wie der Workflow aussehen muss. Ja. Also die Teams können da wie gewohnt im Prinzip arbeiten. Und das Schöne ist, dass wir hier dann nochmal aggregiert sehen, dieser Epic hat 113 Story Points und die wurden nicht dem Epic an sich gegeben, sondern die werden tatsächlich aggregiert von ganz unten nach ganz oben. Also zum Beispiel wurde hier gesagt, diese Story, die kostet 40 Story Points oder hat eine Komplexität von 40 Story Points, besser gesagt, und die 70 und das wiederum gibt 113 und das wird dann wiederum weitergegeben nach oben. Und zum Beispiel kann man sich ja hier nochmal so einen Progress darstellen lassen in dieser Ansicht, wobei wir das nicht unbedingt benötigen, weil unsere Safe Reports, die ich ganz am Anfang ganz kurz gezeigt habe, das sowieso alles abbilden. Genau, ich glaube, viel mehr Zeit habe ich nicht, ne? Dann spreche ich nochmal ganz kurz zurück zu den Reports. Bei diesen Reports sehen wir zum Beispiel nochmal diese Safe Roadmap, die ich eben auch schon gezeigt habe in diesem Canvas.
Die ist allerdings jetzt hier nicht bearbeitbar, sondern eine reine Ansicht. Und hier sehen wir auch zum Beispiel den Epic Progress. Das kann ich ganz kurz mal ein bisschen größer machen alles. Wir sehen dann zum Beispiel hier ein Epic, das nennt sich, nehmen wir mal, ja, Peace Beam, genau. Und da sehen wir verschiedene Informationen, also zunächst einmal das Graue, ich weiß, es ist sehr schlecht zu sehen, aber man kann es gerade so erkennen, das Graue ist, was wir zunächst am Anfang beschätzt haben, wie groß dieser Epic ist. Und, das ist der rote. Wir haben es aber jetzt in dem Fall gar nicht gemacht. Oben beim Internetballon sehen wir haben initial 100 beschätzt. Und wir sind aber zurzeit, wir haben es neu beschätzt, wir sind jetzt schon bei 200. Also wir waren da... Das Normale halt. Der normale Wahnsinn, ja. Und das Schöne ist aber, wir sehen einen Fortschritt ganz genau, der dann im Prinzip durch Gelb, Blau und Grün dargestellt wird. Das heißt, wir sehen, wir haben noch relativ viel to do. Wir haben ein bisschen was in progress und wir haben noch gar nichts done. Ja? Ganz anders hier zum Beispiel, hier haben wir ganz viel done und ein bisschen was in progress, da sind wir schon fast fertig, wir haben da kaum noch was in to do, also es ist alles irgendwie in Arbeit. Und im Prinzip diese Progress-Geschichte haben wir für alle Ebenen eingebaut, also für Portfolio, hier haben wir das fürs Programm und hier haben wir das, das ist noch was anderes. Das haben wir jetzt nicht hier drauf. Ist gut, ist nicht so schlimm. Wir haben dann auch natürlich nochmal einen Burndown, der komplett auf sich auf ein PI, also ein Program Increment, bezieht. Also nicht nur auf ein Team, sondern wirklich auf alle zusammen. Und genauso gibt es dann hier auch noch ein Burn-Up. Und hier haben wir ähnlich zu dem, was Alex eben sagte, sehen wir auch... Gut, leider sind unsere Daten ein bisschen doof, deswegen startet das einfach mal hier und so. Hier sehen wir auch, ob wir Value generiert haben und wie viel. Ja? Genau, das ist jetzt die ganz kurze Zusammenfassung des Ganzen. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was verstanden. Und wir stehen natürlich jetzt gerne zur Verfügung für Fragen. So, vielleicht darf ich da mal selber einleiten. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was ich jetzt verstanden habe, ist, der Felix, darf ich Felix sagen, der hat total viel Ahnung von Safe. Und der Jan, der hat das schon mal implementiert und hat da Ahnung, wie ich jetzt in Jira diese ganzen Plugins da konfiguriere, damit der Felix und seine Projektjungs glücklich werden. Also Projekt ist schon ein ganz böses Wort. Ja, ja, und dieses ganze Unternehmen mit den ganzen Projekten und den ganzen Teams, die alle... warum brauche ich das jetzt? Also wer ist denn die Zielgruppe? Wenn jetzt von den Leuten, die jetzt mit mir das auch verstanden haben, also hier Safe Know-how, da Umsetzungs-Know-how, wann bin ich denn der Kunde? Ja, also ich hatte es ja vorher angedeutet, als ich da dieses Bild aufgebaut habe mit Portfolio-Programm und Team. Das macht dann Sinn, wenn wir mehrere Teams, und mit mehreren Teams meine ich dann 4, 5, 6 plus Teams, an einem Themenkomplex arbeiten. Also wo es dann auch viele Abhängigkeiten gibt. Wenn es einem gelingt, gerade technisch diese Abhängigkeiten zu eliminieren, dann braucht man viele von diesen ganzen Management-Themen gar nicht adressieren, weil wenn ich nichts habe, was ich managen muss, dann manage ich es nicht, richtig? Also dann kann ich sehr stark so Richtung ganz einfache Sachen machen wie Spotify oder wenn ich mein Unternehmen umbauen kann nach Less, ja, in Produktgruppe und da gilt halt nur noch die Less-Governance, auch wunderbar, brauchst du sowas auch nicht. So, du brauchst es dann, wenn du sagst, okay, du hast halt, bist eher im Konzernumfeld unterwegs, du hast große Vorhaben, in eine schön gewucherte Systemlandschaft, wo du dann halt irgendwie mit 10 Teams arbeitest und die stehen sich eigentlich im Prinzip die ganze Zeit im Weg rum. Und dann kommen wir meistens zu Konzernen, die haben da so eine Historie, die haben jetzt über die letzten 4 Jahre, was weiß ich, 60 Millionen Euro verbrannt und sind genauso weit wie vor 4 Jahren, weil sie es gerade also weil halt nichts rumkam. Und da gilt es halt sozusagen Ordnung und Struktur reinzubringen, weil auf der Teamebene agil einzuführen, das ist schon... Ist jetzt nicht leicht, aber das ist überschaubar. Du kriegst da auch relativ viele Experten, sehr viel Guidance und so weiter, sehr viel Unterstützung am Markt. Aber
die müssen weiter blicken. Also musst gucken, was passiert vorher, was passiert hinten dran und wie sehen die Abhängigkeiten aus. Und darauf musst du eine Antwort geben. Und das wäre dann so eine Antwort, die safe gibt. Da würde ich sagen, wenn du nicht die Organisation nicht zu stark umbauen kannst, dann neige zu safe. Wenn du sehr viel Energie hast, um die Organisation stark zu vereinfachen, bevor du überhaupt über Skalierung nachdenkst, dann neige zu less. Ein anderes Skalierungsframework und das ist ein bisschen einfacher. Ich kriege hier schon sozusagen Zeichen, so Schluss machen, Agenda. Ich würde sagen, wir haben trotzdem noch die Zeit für eine Frage, die aus dem Publikum kommen kann. Vielleicht können wir die kurz halten, damit die Agenda nicht zerstört wird. Du kannst auch gerne selber dann gleich was sagen. Gibt es noch eine Frage oder wollt ihr Zeit sparen? Traut euch. Ja. Okay, alles klar. Dann müsst ihr mit dem Jan. Wo bist du gleich? Hier im Wohnzimmer? Nee, im Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer, okay. Also genau. Dann kommt ihr gleich mit den Safe-Fragen ins Arbeitszimmer. Und genau, wir rollen jetzt hier nochmal unser Board rein. Ich helfe mal gerade. Wo ihr ja die Themen festhalten konntet. So, beziehungsweise immer noch könnt. Damit ihr euch zusammenfinden könnt, Networking betreiben könnt, euch austauschen könnt. Wir haben jetzt hier schon mal ein paar eingetragen und ich merke schon, ich soll mich übergeben. So, jetzt. Ja, mein Name ist Joachim Seibert. Ich freue mich, mit euch den offeneren Nachmittag einzuläuten. Und zwar haben wir hier eine Agenda, die nur teilweise befüllt ist. Und zwar erstmal mit einem ersten Slot. Wir fangen jetzt gleich mal an und machen ein paar Produktsessions. Da könnt ihr euch aussuchen, was euch interessiert. Ich bitte gleich nochmal die Leute nach vorne, dass sie nochmal kurz erzählen, über was man reden kann. Und danach treffen wir uns nochmal kurz. Da ist auch eine kurze Kaffeepause gleich noch. Und dann reden wir, bringt ihr am besten eure Fragen mit. Ja, über was wolltet ihr schon immer reden, was Jira angeht? So, wo ist der Thomas, mein Kollege? Versteckt sich irgendwo. Der hat das spannende Thema Jira und Betriebsrat zum Beispiel. Ja, da hinten im Eck, ja, genau. Das bringt er nachher mit. Und vielleicht habt ihr ja auch so ähnliche Fragen, die ihr mitbringen könnt. Die könnt ihr dann nämlich auf einen Zettel schreiben, die wir gleich austeilen und dann hier an die Agenda packen. Ja, wir fangen jetzt erstmal an mit diesen Produktsessions, leider mit ein bisschen Verzögerung, ein bisschen kürzer. Und deswegen würde ich bitten, dass die Leute nochmal kurz nach vorne kommen und sagen, über was man reden kann. Da sehe ich zum Beispiel den Raphael. Und sind die Raintouch nicht im Arbeitszimmer? Ja, wir sind zusammen da. Genau. Ja, hallo. Wir sind von Raintouch und wir würden euch in einer kurzen Session zeigen, wie ihr mit unserer App PI-Plannings relativ nah am physischen gestalten könnt und kommunizieren könnt und am Schluss auch ins Jira synchronisieren. Also, dass man über verteilte Teams halt wie mit analogen Boards arbeiten kann, aber am Schluss trotzdem alles digital hat. Ja. So. Der Jan hatte heute Vormittag ja schon zu Conjira eine Session gehalten, beziehungsweise die Präsentation. Und wir würden jetzt einfach nochmal einen Slot anbieten, um Fragen zu klären, das Produkt bzw. das Plugin nochmal näher zu zeigen. Ah, Kinderzimmer passt. Gut, und ich würde gerne mit euch über Codeyard reden, beziehungsweise über agile Softwareentwicklung. Also wenn euch das eher, wir haben ja heute ganz viel oben drüber über die Managementprozesse geredet, wenn es euch eher interessiert, wie arbeiten wir denn zum Beispiel auch mit den Atlassian-Tools agil und wie spielen die Tools da ineinander, dann bin ich da gerne bereit, mit euch über eure Fragen zu sprechen. So, die Räume seht ihr da oben, die stehen auch immer angeschrieben. Ist aber relativ einfach. Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer. So, dann würde ich sagen, starten wir direkt, ne? Genau. Eine Frage? Ja. Wo ist das, Safe ist bei Raintouch mit drin, ja? Also, okay. Genau. Ja. Da sind wir alle. Da Kegon, wir Safe, Raintouch. Also einfach alle da rein, dann können wir hier in Ruhe Kaffee trinken. Noch eine Frage? Ja, Tempo haben wir nämlich vergessen, ne? Richtig. Das ist richtig. Ja, siehst du, Jan, ich habe doch noch gefragt, da fehlt doch noch irgendwas. Ja, Alex, du hast auch nichts gesagt. Nee, ja, und wo sind die Zettel? Nee, also Alex wird einfach hier hinten an einem Stehtisch stehen und gerne bereit sein, euch das nochmal detaillierter zu zeigen. Hängen wir gleich nochmal mit auf.
Ja. Da hinten oder was? Ja.